Mein Name ist Flo Bauer. Ich reise durch Deutschland, um über Organspende zu sprechen. Von Mensch zu Mensch. Wir sind hier in Hannover vor der Medizinischen Hochschule. Heute treffe ich mich hier mit Anna, die hat eine neue Niere bekommen. Außerdem werde ich mich mit Professor Dr. Papa unterhalten und wir spielen vor ganz vielen Kindern ein Konzert. Anna, du bist 14 und du bist wahrscheinlich schon mehr Taxi gefahren als jeder andere Mensch in seinem Leben überhaupt. Warum? Ich bin letzten Jahr ins Krankenhaus gekommen und ja, da haben die dann eben festgestellt, dass ich nierenkrank bin und dann bin ich an der Dialyse gekommen. Ich wohne nämlich in der Nähe von Kassel und so und das ist eben nach Hannover ziemlich weit und ja, deswegen musste ich immer so lange fahren. Warst du denn von Geburt an nierenkrank? Es war genetisch bedingt. Ich habe eben viel geschlafen nachmittags und ich habe ganz viel getrunken immer, also mehr als andere. Und ja, ich war eben auch ziemlich klein. Also ich war, glaube ich, die Kleinste in der Klasse. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann bin ich eben nach Kassel gekommen in die Klinik und da haben die dann ganz viele Untersuchungen gemacht. Und ja, dann haben die aber gesagt, dass das viel zu speziell ist und dass sie haben die mich dann hier rüber geschickt und hier haben die dann gleich am ersten Tag gesagt, was ich habe und ja, dass ich wahrscheinlich an die Dialyse muss. Ich wusste ja gar nicht, was das heißt, also ich hatte auch noch nie was von Nieren gehört, also ich hatte noch nicht so, war noch nicht so weit in der Schule und so. Wie kann ich mir denn die Situation vorstellen, wenn du da angekommen bist? Was hast du denn da gemacht und wie war das denn für dich vor Ort? Ja, also erstmal so Untersuchungen, also so Messen und so und dann bin ich da ins Bett gestiegen und habe dann ja eben die Nadeln reingestochen bekommen und dann ist meistens eine Lehrerin gekommen, die haben mich dann so unterrichtet und habe Fernsehen geguckt und auch Hausaufgaben gemacht manchmal und mich mit den Schwestern schön unterhalten. Entsteht denn da ein sehr intensives Verhältnis zu den Ärzten und Schwestern und Pflegern? Ja, also hier im Klinikum haben sich am meisten die Schwestern von der Station um uns gekümmert. Also auch die Fragen beantwortet, die wir hatten. Und auch im Nierenzentrum hier, da hatten die Ärzte auch sehr viel Zeit für uns. Auch der Chefarzt, Professor Pape, was eigentlich nie so der Fall ist, weil ja die Chefärzte normalerweise viel zu tun haben. Aber er hatte eben immer Zeit für uns und man konnte immer mit uns reden. Das war so schön. Von Mensch zu Mensch brauchen wir mehr Liebe. Von Mensch zu Mensch viel mehr Gefühle. Von Mensch zu Mensch mehr warme Herzen. Von Mensch zu Mensch. Es gibt verdammt viele Dinge, Probleme und Themen, mit denen wir nicht so konfrontiert werden im täglichen Leben. Wir sind manchmal blind dann überfordert, wenn sie uns begegnen. Wir wissen doch alle, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Also Anna, ich finde das Erste, was mir einfällt, ist, dass Anna eine besonders tapfere Patientin ist. Weil viele doch sehr viele Ängste haben und es häufig psychisch schwierig ist. Anna hat uns einfach hingenommen, hat uns irgendwie vertraut und mit Anna kann man einfach ganz hervorragend die Dinge ganz offen und klar und sachlich besprechen und sie macht dann einfach alles mit und auch an der Dialysezeit, wo viele dann Angst haben von den Nadeln, von dem Stechen und so weiter oder über ihr Schicksal hadern. Anna hat das einfach angenommen, mitgemacht und ja, ist einfach eine ganz tolle Patientin. Welche Ängste haben denn gerade die jüngeren Leute, wenn sie hier sind und mit dir sprechen? Also die primäre Angst, die natürlich die Kleinsten erstmal haben, ist wie immer die Blutentnahme, weil sie wehtut und manche sich gut dran gewöhnen, andere nicht. Ja, und dann hängt es natürlich ganz stark davon ab, ob die nun vor der Dialyse stehen, ob sie dialysepflichtig sind, ob sie transplantiert sind. Die Transplantierten fürchten sich eher davor, dass vielleicht das Organ verloren gehen könnte. Die Dialysierten, dass sie lange in Dialyse bleiben müssen. Die davor noch stehen, haben eher Angst davor, dass sie irgendwie eine Dialyse brauchen oder vielleicht eine Transplantation und nicht genau wissen, was da auf sie zukommt. Wie geht man denn gerade mit Jugendlichen um, wenn die hier so viel Zeit verbringen?
Also am meisten Zeit verbringen ja die jugendlichen Dialysepatienten hier und wir haben den Vorteil, wie auch in anderen Kinderdialysezentren, dass wir einen guten Schwesternschlüssel haben. Wir haben einen speziellen Sozialarbeiter, der sich um die kümmert. Wir haben hier Lehrer, die Unterricht anbieten können. Die liegen ja zusammen in einem großen Zimmer, sodass sie auch gemeinsam sprechen können. Wir versuchen Freizeiten für die anzubieten und Ähnliches, um das sozusagen so normal wie möglich zumindest zu machen. Ich rap eine Zeile und ihr gebt mir ein. Ich rap einfach weiter und ihr gebt mir ein. Ich rap nochmal und ihr gebt mir ein. Ich brauch es lauter, ihr gebt mir ein. Oh, Flower heute hier im Bari. Live auf der Bühne, nicht im Radi. 30 Grad unterwegs im Capri. Baby, du machst Italiener, nenn mich Antoni. Ist denn Dialyse über einen längeren Zeitraum gesundheitlich unproblematisch? Na, wie eben schon geschildert, es geht. Und es gibt ja Patienten, die 10, 15 Jahre an der Dialyse sind, aber es macht eben langfristig Folgeschäden. Wie lange ist denn die Wartezeit für eine Niere? Also die Wartezeit bei Kindern beträgt im Schnitt 1,5 bis 2 Jahre, wobei es erfreulicherweise seit letztem Jahr eine Veränderung im Transplantationsgesetz geht, sodass Kindernieren, also Nieren von Spendern unter 16 Jahren, primär an Kinder gegeben werden, sodass es schon auch mal sein kann, dass die Wartezeit relativ kurz ist. Trotzdem ist die in Deutschland viel, viel länger als in den meisten anderen Industriestaaten, weil die Kinder nicht so eine starke Bevorzugung bekommen wie zum Beispiel in Frankreich, wo eigentlich nach 3 Monaten fast jedes Kind eine Niere hat. Wie bist du denn dann zum Thema Organspende gekommen oder herangeführt worden? Nachdem ich das dann mitgeteilt gekriegt habe, dass ich nierenkrank bin, haben die dann gesagt, dass ich wahrscheinlich eine neue Niere brauche und dass ich auf die Liste nach Eurotransplant gelistet werde und so und dann eine neue Niere irgendwann kriege. Wie lange musstest du warten und wie war das dann, als es zur Transplantation kam? Ja, also so circa ein halbes Jahr und dann, es war ein Sonntag und ich habe dann da einen Luftballon weggeschickt mit einen Wunsch einer Niere drauf und dann ein paar Minuten später, das war so um 7 Uhr abends oder so, kam dann plötzlich der Anruf und das war auch echt total toll und ja, und dann haben die gesagt, Sachen packen und dann sind wir nach Hirn gefahren. Und wie geht's dir heute? Ja, heute geht's mir natürlich super, also im Gegensatz zum letzten Jahr, ich kann wieder alles essen und habe eigentlich auch gar keine Einschränkungen, außer beim Sport. Also da darf ich nicht so boxen oder so machen. Hast du denn Gedanken an den Spender oder die Spenderin? Ja, also ich habe schon erst Gedanken gehabt und dann habe ich auch im Krankenhaus habe ich dann mit meiner Mutter überlegt und habe dann noch einen Brief geschrieben an den Spender, also an der Spenderfamilie. Und ja, die haben mir dann auch nach einer Zeit zurückgeschrieben und so. Und ja, war eigentlich ganz nett. Wenn du sagst, du hast einen Brief geschrieben, wie kann man einen Brief schreiben an die Familie? Einen Brief kann man schreiben, also das ist von unserem KFH, also unserem Nierenzentrum, wurde das abgeschickt an Eurotransplant und die haben dann so, also anonym sollte der bleiben und ja, den habe ich dann dahin geschickt und die haben das dann weitergeleitet an die Familie. Mhm. Und hat sich denn sonst irgendwas verändert nach der Transplantation? Ja, also ich muss nicht mehr zur Dialyse und ich habe viel mehr Freizeit und kann wieder mit meinen Freundinnen shoppen gehen und ja. So, heute haben wir mit Anna jemanden kennengelernt, dem es nach einer Nierentransplantation fast ohne Einschränkung wieder richtig gut geht. Außerdem, ja, beim Konzert war es halt richtig krass zu sehen. Die Kids, obwohl sie krank sind, lachen und haben Spaß. Das war auf jeden Fall sehr beeindruckend.